Elsterberg lässt es 3 Tage lang krachen. In dem sonst so beschaulichen Städtchen am Fuße der Burgruine wird von heute an kräftig gefeiert. Und das in doppelter Hinsicht. So geht zum einen das 33. Ruin- und Heimatfest über die Bühne. Zum anderen ist Elsterberg morgen zum 2. Mal Ausrichter des Vogtlandtages. Höhepunkt wird dabei der große Festumzug mit seinen 80 Bildern sein, der gegen 13 Uhr an der Rosa-Luxemburg-Straße startet und sich durch die Innenstadt schlängelt. Danach können die Gäste aus nah und fern bei einem bunten Unterhaltungsmix an 3 Bühnen bis in die Nacht hinein feiern. Dann denke ich, wird das Ganze wieder rund werden. Es ist in sich verbunden, von Markt über die Kirche, hinten über die Sakristei bis zur Ruine hoch. Und an diesen 3 Stellen wird dann das Fest alle 3 Tage lang ablaufen. Parkplätze stehen außerhalb der Stadt genügend bereit, teilen die Veranstalter mit. Vom Parkplatz Hohendorfer Straße aus fahren Shuttlebusse ins Stadtgebiet. Die Vogtlandbahn setzt zum 17. Tag der Vogtländer zusätzliche Züge zwischen Plauen und Elsterberg sowie zwischen Elsterberg und Greiz ein.